Das ohmsche Gesetz verwenden wir, um ein Bauteil zu charakterisieren. Und wenn es eben kein Widerstand ist, sondern ein anderer, dann verwenden wir eine andere Formel, die irgendwie diesen Stromspannungsbezug herstellt. Und jetzt interessieren uns aber in der Regel nicht Bauteile, die irgendwie für sich allein im Universum herumschweben, sondern die interessieren uns in einer Kombination, in einer Schaltung zusammen angeordnet. Und damit wir es dann herausfinden können, wie diese Bauteile miteinander interagieren, brauchen wir die Kirchhoffschen Gesetze. Und das Kirchhoffsche Spannungsgesetz, das wir das letzte Mal gemacht haben, verwenden wir, um zu beschreiben, wie sich die Spannungen in so einer gesamten Schaltung, also eben nicht für einen Bauteil, sondern in einer Schaltung verhalten. Und da ist eben die Erkenntnis, die wir gewinnen, wenn wir einmal im Kreis sind, sind wir beim gleichen Potenzial wie vorher. Das heißt, die Spannung, die wir dann überbrückt haben, muss null sein, weil die Potentialdifferenz ja null ist. Und das Kirchhoffsche Stromgesetz betrachtet jetzt Ströme in einer Schaltung. Und das ist eigentlich auch sehr einfach, nämlich in jedem Netzwerkknoten einer Schaltung ist die Summe der Ströme null. Und wie kann ich mir das vorstellen? Das ist vielleicht sogar noch einsichtiger als das mit dem Spannungsgesetz, mit der Summe der Spannungsabfälle ist null. Wenn ich jetzt irgendeine Schaltung habe, sagen wir, sowas zum Beispiel, dann habe ich hier wie viele Knoten? Genau. Hier den ersten, hier den zweiten, hier den dritten. Und jetzt steht da, die Summe aller Ströme ist null. Das ist die Frage, wie messen wir diese Ströme? Und sagen wir, wir messen alle Ströme zufließend. Also wir schauen uns diesen mittleren Knoten jetzt an. Dann hätten wir quasi hier einen zufließenden Strom, hier einen zufließenden Strom und dann natürlich hier einen zufließenden Strom. Also die Pfeile zeigen alle in die Mitte des Knotens. Das heißt, wir würden jetzt erwarten, wenn wir uns nur die Schaltung anschauen, dass irgendwie der Strom da oben durch diese beiden Widerstände reinkommt und dann unten durch diesen Widerstand wieder wegfließt. Das heißt, diese beiden Pfeile zeigen sozusagen in die richtige Richtung und der Pfeil zeigt in die falsche Richtung. Aber wir machen jetzt wieder den gleichen Trick, wenn der Pfeil in die falsche Richtung zeigt, dann drehen wir einfach das Vorzeichen um von der Größe. Das heißt, vielleicht fließt jetzt hier 0,5 Ampere rein und hier vielleicht auch 0,5 Ampere. Ich weiß, das ist zu klein zu lesen. Aber ich sage es laut dazu. Und dann würden wir jetzt hier welchen Strom haben? Minus 1 Ampere, genau. Minus 1 Ampere. Eben minus, weil jetzt der Strom gegen die Richtung des Pfeiles fließt. Und wenn ich diese drei Zahlen addiere, 0,5 plus 0,5 plus minus 1, ist das 0. Und das macht irgendwie Sinn. Im Grunde sagt uns dieses Kirchhoffsche Stromgesetz nichts anderes, als dass Ladungserhaltung gilt. Ströme sind ja im Grunde nur bewegte Ladungen. Und wenn immer gleich viele Ströme hineinfließen müssen, wie wir da rauskommen müssen, heißt das, in der Mitte gibt es irgendwie nicht einen Kobold, der Ladungen ansammelt oder so, sondern oder einen Kobold, der Ladungen erzeugt und in diesem Netzwerk irgendwie abliefert, sondern das hat dann immer eine schöne abgeschlossene Bilanz. In Summe bleibt die Ladung gleich. Wir haben die nur von einem Ort zum anderen bewegt, aber sie sammelt sich nicht irgendwie in der Mitte an. Gut, jetzt kann ich natürlich auch hergehen und hier alle drei Pfeile umdrehen. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht irgendwie zu demonstrieren, das ist dann nämlich klar, dann ist halt da minus 0,5 Ampere und da ist minus 0,5 Ampere und dafür ist dann hier 1 Ampere plus und dann hebt sich es wieder genauso auf. Meistens zeichnet man aber die Pfeile nicht alle hinfließend, alle wegfließend von dem Knoten, sondern man zeichnet sie so, dass die Richtung bei dem Bauteil gleich bleibt. Also es ist irgendwie blöd, wenn ich da einen Pfeil habe und da einen Pfeil und dann zeichne ich den in die andere Richtung oder machen wir da unten den Pfeil, den zeichne ich quasi wieder richtig herum.
dann hätte ich hier quasi 1 Ampere und dann hätte ich quasi hier einen Widerstand, wo auf der einen Seite minus 1 Ampere und auf der anderen plus 1 Ampere fließt. Das wäre irgendwie schön, wenn man da bei so einer Kante die Pfeile in die gleiche Richtung zeichnen. Das heißt, das Bild, das wir eigentlich zeichnen wollen, weil das intuitive Bild ist, um diese Schaltung besser zu verstehen, wäre hier ein Pfeil nach unten, 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 hier ein Pfeil nach unten und hier auch ein Pfeil nach unten. Weil wir eben schon wissen, wenn wir uns diese Schaltung ansehen, da wird der Strom von oben nach unten durch die Schaltung fließen. Und dann brauche ich aber eine andere Formulierung für das Kirchhoffsche Stromgesetz. Und die steht hier unten, nämlich in jedem Netzwerkknoten ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme. Aber es ist im Grunde nur eine andere Formulierung, nur dass ich jetzt halt irgendwie unterscheide, in welche Richtung soll denn der Strom fließen. Und dann nenne ich den vielleicht I1, den nennen wir I2 und den nennen wir I3, jetzt immer so nach unten gerechnet. Und dann wissen wir nach diesem Satz halt, ich kann da eine Formel aufstellen, wie sich I1, I2 und I3 zueinander verhalten. Und wie ist diese Formel? I1 plus I2 Ja, ich schreibe es nur eben anders. Ich schreibe es halt jetzt so, weil das halt dann genau dieser Schreibweise entspricht. Aber du hast jetzt den Punkt vorweggenommen, auf den ich jetzt gerade der nächste gewesen wäre. Das wäre genau, in jedem Netzwerk ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme. Das heißt, I1 und I2 haben wir zufließend gezeichnet, I3 haben wir abfließend gezeichnet, dann zeichne ich I3 auf die andere Seite. Und natürlich kann ich das hier jetzt auch umformen und dann schreibe ich einfach I1 plus I2 minus I3 ist gleich 0. Und da haben wir dann eben genau dieses minus I3 drin anstecken. Wenn ich jetzt diesen Pfeil hier umdrehen würde, dann würde sich auch das Vorzeichen von dem I3 umdrehen und dann hätten wir quasi wieder diese erste Formulierung. So, also das ist das Kirchhoffsche Stromgesetz, da ein bisschen herumtanzen um eine eigentlich, glaube ich, recht anschauliche und vielleicht sogar schon triviale Erkenntnis, dass genauso viel Strom reinfließen muss, wie wieder rausfließen muss. Aber damit, dass wir das so formalisieren, können wir ganz leicht, wie ein Automat, wenn wir eine Schaltung sehen, daraus Formeln erzeugen, die mathematisch beschreiben, wie diese Schaltung funktioniert, was in dieser Schaltung vor sich geht. Gut. Steht da sonst noch was Interessantes? Jetzt fallen wir alles noch herunter. So. Dann habe ich wieder meine Diskussionsthemen hier. Was bedeutet das Kirchhoffsche Stromgesetz für die Erhaltung des Stromes? Oder auch der Erhaltung der Ladung, das haben wir schon gerade gesagt. Was bedeutet das für die Erhaltung der Ladung, für die Erhaltung des Stroms? Ja, eigentlich das Ultimative, nämlich dass es gilt. Genau, wir haben eine Stromerhaltung, wir haben eine Ladungserhaltung. Das ist eine, ich weiß, das klingt alles sehr trivial, aber es gibt genug Sachen, wo diese Dinge nicht gelten. Hast du das Mikrofon in die Pilot oder ist kein Strom mehr? Wenn ich drauf drücke, leuchtet es rot. Ja. Ist das gerade jetzt passiert? Moment. Ja. Oh. Da kommt was. No. Achso. Ja, super. Genial. So. Ich finde die Erhaltung des Stromes ungünstig formuliert, weil der Strom kann ja auch aufhören zu fließen. Naja, aber dann hat er. Ladungserhaltung ist. Der Strom kann natürlich aufhören zu fließen, aber das ist eine Aussage in einer Zeitdomäne. In einer Raumdomäne nicht. In einer Raumdomäne kannst du nicht sagen, wir haben ein Kabel und da fließt er nicht. Und so ist das gemeint. Schubst du die andere her? Okay. Beziehungsweise lass durchgehen, weil ich fange das sicher nicht so gut. Ich habe es zwar gefangen, aber es geht nicht zu.
Ja, da, auf der rechten Seite, das schaut er nicht ein, der Deckel. Also mit der Erhaltung des Stroms, das ist eben gemeint in einer räumlich, dass ich nicht ein Kabel habe und da fließt Strom und irgendwo hat er dann auf und dann fließt der Strom nicht mehr. Zeitlich kann ich natürlich einen Strom ein- und ausschalten. Gut. Aber wahrscheinlich sollte man das umgeben. Ich glaube, ich werde es umschreiben auf Ladung. Das ist dann. Ich glaube, ich habe das damals so geschrieben, weil ich mir gedacht habe, Ladung haben wir ganz am Anfang gemacht und dann versuchen wir mehr über den Strom zu reden. Sogar schwarze Löcher erhalten die Ladung. Ja. Gut, in diesem Sinn ist quasi auch dieser zweite Satz, die zweite Frage zu verstehen. Kann elektrischer Strom erzeugt oder vernichtet werden? Und auch da ist jetzt räumlich gemeint, nein, also ich kann quasi nicht irgendwie ein Kabel haben und dann mache ich hier was, wo ich quasi eine reine Quelle habe, da fließt auf einmal Strom raus, aber es fließt kein Strom rein, sondern wenn ich eine Stromquelle habe, dann muss es immer so aussehen wie diese Batterie, das muss zwei Anschlüsse haben. Und aus dem einen fließt der Strom raus, aber der gleiche Strom muss auch wieder hinten hineinfließen. Also ich kann quasi nicht irgendwie ein Bauteil machen, wo irgendwie nur Strom rausfließt und der fließt dann in einen anderen Bauteil hinein. Also das wäre quasi das, was hier gemeint ist, dass es nicht existiert. Sondern das muss im Kreis fließen, wenn aus dieser Batterie Strom rausfließt, muss der gleiche Strom auch wieder in die Batterie zurückfließen. Das sind mehr als zwei Anschlüsse von einem Bauteil. Das kann schon geben. Also es gibt ja genug Bauteile mit hunderten Anschlüssen, aber auch dort wird dann quasi auf der einen Seite fließen Ströme rein, auf der anderen Seite fließen wieder Ströme raus. Die können natürlich sich auch irgendwie überlagern und so, aber die Grundidee bleibt trotzdem die gleiche. Man sagt auch Tropfenkante dazu. Man sagt Tropfen, ja, man sagt. Man eine Kante viele Grund. Ja. Also diese Begriffe kommen eben jetzt aus der linearen Schaltungstechnik und dort habe ich nur zwei Pole. Und wenn ich dann quasi also man kann zum Beispiel relativ schön mit einer Stromquelle und so einen Transistor simulieren, das ist dann quasi eine Baugruppe mit drei Anschlüssen, aber in dem Modell besteht die innen aus lauter kleinen Bauteilen, die immer nur zwei Anschlüsse haben. Und daher ist das quasi für diese Art der Überlegung jetzt nicht wichtig, dass es diese Bauteile gibt, wir brechen sie dann runter auf andere Netze, die wieder nur aus Dipolen bestehen. Das ist eine gute Frage. Gut. Welchen Vorteil bietet die Variante des Kirchhoffschen Stromgesetzes mit dem Vorzeichen? Also die erste Variante, wo ich nicht gesagt habe, es gibt quasi zufließende und abfließende Ströme, sondern die, wo ich einfach gesagt habe, naja, die Summe aller Ströme ist null. Und dann sind halt manche Ströme positiv und manche negativ. Das ist unabhängig, wie man den Pfeil einzeichnet. Also dass wenn es eine Konvention ist, dass es immer aus dem Bauteil raus ist. Ja. Wie ist denn das in der Praxis? Setze ich mich hin mit einem Taschenrechner, stelle da unglaublich große Gleichungssysteme auf und löse die dann mit der Hand? Wie mache ich das in der Praxis? Ja, also das ist, aber ich wollte jetzt nicht darauf, ich wollte mal auf ein idealisiertes Modell der Praxis hinaus. Schaltungssimulator, genau. Ich nehme einen Computer, starte ein Programm, dort zeichne ich einen Schalter. Wir sagen, naja, das ist ganz klar, in welche Richtung man da sinnvoll die Ströme einzeichnen muss und dann will man irgendwie so ein Bild haben. Für den Computer ist überhaupt nichts klar. In dem Augenblick, wo ich quasi sage, na gut, da muss man dann mit Kopf und Mitdenken den Pfeil in die richtige Richtung einzeichnen, das kann der Computer nicht. Aber in dem Augenblick, wo ich ihm gesagt habe, es ist völlig egal, also mit negativen Zahlen kann der Computer super arbeiten. Also auch wenn wir Leute sind, die
mathematisch ein Verständnis von negativen Zahlen haben, trotzdem ist ein System irgendwie anschaulicher und schöner, wenn man es irgendwie so gestaltet, dass man ohne negative Zahlen auskommt. Also ich glaube, es ist immer noch leichter, wenn man darauf verzichten kann, dass die Zahlen gerade quasi auf zwei Seiten von Nullen weitergehen. Für den Computer will ich was haben, wo er quasi nicht, und da zeigt man den Pfeil sinnvoll mit der Anschauung ein. Und das ist halt der Vorteil. Und wenn man diese Kirchhoffschen Gesetze anwendet, dann macht man das eben meistens nicht selber, sondern der Computer macht es. Und für den ist es so eine Art der Denkweise einfacher, als man sagt, da muss man nur den Pfeil in die richtige Richtung zeichnen. Und dann hat man halt die zufließenden und die abfließenden Ströme, die gleich müssen. Okay. Wir haben eine Übung. Der Schaltpfad ist der gleiche wie beim letzten Mal. Wir haben das letzte Mal genau diese Schaltung angeschaut mit dem Kirchhoffschen Spannungsgesetz und haben an den Widerständen den Spannungsabfall gemessen, also hier und hier. Da haben wir gesagt, das brauchen wir nicht, weil das ist ja das Gleiche, das verbindet ja die gleichen Netze miteinander, die gleichen Knoten. Und jetzt haben wir sowas Ähnliches, aber die Aufgabe ist, die Ströme in diesem Versuchsaufbau zu messen und anhand dieser Ströme, die wir jetzt messen, dann zu überprüfen, ob dieses Kirchhoffsche Gesetz wirklich gilt, das Kirchhoffsche Stromgesetz. So, und das würde ich jetzt mal machen. Dazu zeichne ich das jetzt ab. So, das ist die Schaltung, die wir haben. Welche Ströme gibt es jetzt? Was werden wir da messen müssen? Das hier wäre zum Beispiel ein Knoten. Wie messe ich den Strom in dem Knoten? Man nimmt einen von Widerständen. Gegenspotenzial. Gegenspotenzial, das ist ja. Naja, aber also Strom messen heißt, ich unterbreche eine Leitung. Also Strom messen. Ich würde bei jedem Anschluss messen. Das geht. Von jeder Kante. Das geht. Also wie war die Frage genau? Wie messen wir? Was messen wir? Wie viele Ströme muss ich messen? Die Frage war eigentlich, wie viele Ströme muss ich messen? Um diese Frage zu beantworten. Um das Stromgesetz da zu beweisen? Oder ja, genau. Zu prüfen. Genau. Vier gefällt mir schon ganz gut. Man kann fünf messen, wenn man lustig ist. Weil wir können ja den Strom durch die Batterie auch messen. Das heißt, dass wir messen quasi für jeden Widerstand, messen den Strom, der durch den Widerstand durchgeht. Und da ist wurscht, ob man den quasi da oder da messen. Aber wichtig ist quasi, wir schauen, wie viel Strom fließt durch den Widerstand, wie viel Strom fließt durch den Widerstand, wie viel Strom fließt durch den Widerstand, wie viel Strom fließt durch den Widerstand. Und dann kann man noch als Aufgabe schauen, wie viel Strom fließt eigentlich durch die Batterie oder anders formuliert, wie viel Strom fließt durch das gesamte Widerstandsnetzwerk. Weil der ganze Strom, der durch die Batterie fließt, fließt durch das gesamte Netzwerk und kommt dann wieder zurück in die Batterie. Gut, das heißt, wir machen jetzt fünf Messungen und hoffen, dass die Batterie auf einer stabilen Spannung bleibt über den Zeitraum, den diese fünf Messungen brauchen. So. Und du hast dich an die Kamerakind-Position gesetzt. wenn man da dreht, dann kann man scharf stellen. Also das müsste man dann immer schauen. So. Ich brauche einen Krokoklemmen. Schön sprechen. Ja, also ich werde es irgendwie so hinlegen, dass man hier beides sehen kann. Also da kann man mal irgendwie so verbinden. Ich hoffe, das hält. Aber das ist alles irgendwie sehr simpel. Zum auf den Monitor draufklippen, also man kann es nicht wirklich hinstellen. So. Aber wenn man das von oben filmen kann, ist es wahrscheinlich am sinnvollsten.
Ja, aber. Okay. Du musst halt einfrieren. So, also ich gehe jetzt mal auf den 200 mA Modus, weil ich ja nicht weiß, wie viel da fließen wird. Werden da 200 mA fließen? Was glaubt ihr? Und wie viel sind denn die Widerstände? 1K, 1K, 1K und 2K. Was ist die Größenordnung, in der du was erwartest? 200 mA nicht. Ja, sondern? 9 Volt durch, sage ich einmal, 2000 Ohm sind 4,5 mA. Oder so, und dann wieder durch 2, gibt es da gar 7 Millionen. 7 Millionen, perfekt, okay. Mal schauen. Gut. Also ich mache jetzt eben die Verbindung, dass ich durch das Multimeter durch den Strom schicke. So. So. Und wir haben hier 6,5, sagt er. Entschuldigung. Ah, 6,5. Die Spannung ist gesund. Naja, die Widerstände sind jetzt auch so gewählt, dass man nicht allzu schnell entgeht. Also gut, also wir wissen, der gesamte 6,4 ungefähr. Das heißt, den zeichne ich jetzt mal hier. So. 6,4 mA. Gut. Ist das richtig rum? So, das heißt, jetzt kann ich das hier wieder abstecken. Und jetzt geht es spannend los. Also wenn ihr da schaut, ich habe, wenn du mal das näher machen kannst, einfach mit der Kamera näher rangehen. Also ich habe das bewusst so aufgebaut, dass ich hier 1, 2, 3, 4 kleine Drähtchen habe und die gehen immer in diesen Punkt in die Mitte. Das heißt, ich brauche jetzt nicht die Widerstände rausnehmen, sondern ich kann diese Drahtbrücke lösen und das Multimeter zwischenhängen, damit wir diese vier Dinger halbwegs schnell messen können. Das werde ich jetzt mal machen für die beiden oberen Widerstände. Das heißt, ich hänge das Multimeter mit dem Minusanschluss direkt in diesen Mittenknoten hinein und den Plusanschluss, da hänge ich mich eben jetzt dazwischen für die einzelnen Widerstände. So, ich nehme den oberen 1 Kilo Ohm Widerstand und das passiert genau gar nichts, weil es nicht angeklebt ist. So. 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 Und da haben wir 4,3. Sind das alle Strompfeile? Ja, das sind auch gleich die Strompfeile und ich zeichne sie alle so, dass es positiv ist. Wir messen jetzt zuerst und dann zeichnen. Da fahren die richtigen Strompfeile ein bisschen anders aus. Wie meinst du, dass es vielleicht nicht ausgemalt oder so. Gibt es da einen DIN-Standard oder so, der das sagt? Keine Ahnung. Also ich mal die meistens ausgemalt, auch im Skriptum sind die, glaube ich, meistens ausgemalt. Aber das sehen wir schön, man sieht, da kann man auch einen kleinen Pfeil machen. Ansonsten ist das jetzt durchgestrichen, die Leitung, oder ist das ein Pfeil? Oder? Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. So, beim 2,2 Kiloohm Widerstand. Erwarten wir da jetzt einen größeren oder einen kleineren Strom als bei dem 1 Kiloohm Widerstand? Kleiner. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das argumentieren kann. Großer Widerstand? Genau, großer Widerstand heißt kleiner Strom. Das heißt, ich kann mit dem Ohmschen Gesetz argumentieren, weil ich ja sage, hier liegt eine gewisse Spannung an und die gleiche Spannung muss hier anliegen. Das ist ja jeweils miteinander verbunden. Das heißt, das hier ist ein Potential, das hier ist ein Potential. Wenn die gleiche Spannung an einem größeren Widerstand anliegt, muss ein kleinerer Strom fließen. Okay, also ich kann mit dem Ohmschen Gesetz argumentieren. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit, wie ich das argumentieren kann. Ich weiß sozusagen, was hinein Strom haben wir schon gemessen und was auf dem einen Ast rausfließt, haben wir auch gemessen.
damit können wir uns eigentlich auch die Summe schon ausrechnen. Genau, genau. Wir wissen, also ein bisschen hartschert jetzt, weil ja wir versuchen, das Gesetz gerade irgendwie zu beweisen oder zu zeigen, dass es funktioniert, wir wenden das jetzt gleich mal an. Aber wenn wir quasi vermuten, dass wir tatsächlich stimmen, was ich da so als Behauptungen aufstelle, dann wissen wir, dass diese beiden Ströme zusammen diesen Strom wieder ergeben müssen. Und die Hälfte von 6,4 ist 3,2. Und wir haben hier schon mehr als die Hälfte. Das heißt, hier muss dann weniger als die Hälfte überbleiben. So, schauen wir, ob es auch stimmt. Sehr spannend, das alles. Manchmal stimmt es nämlich nicht, weil manchmal einen Wackelkontakt hat an dem Breadboard. Und dann so. Gut. Das wäre hier. Und wir haben 1,88, ja, also 1,9. Von der Summe her stimmt es nicht, ja, aber es stimmt fast. Also das ist ein Rauschen in der letzten Dezimalstelle. Wenn man das da auf der letzten Dezimalstelle runden und nachher stimmt es auf die letzte Dezimalstelle nicht, ist das gut genug. Dann wird ja die Batterie schon schwächer sein. Wir können dann ganz am Schluss diesen Strom nochmal messen, so zum Vergleich. Dann haben wir quasi so eine. Man mischt es aus. So, 1, was haben wir gesagt? 9. Okay, also 0,2 mA fehlen uns da, das ist nichts. Also wir haben hier drei Größen summiert, die wir jeweils auf 0,1 mA gerundet haben. Wenn wir dann am Schluss auf 0,2 mA falsch liegen, dann ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Okay, hier und hier brauche ich jetzt nicht messen, das haben wir gerade gemacht. Ich habe es jetzt zwar hier oben eingezeichnet, aber eigentlich habe ich es sogar hier unten gemessen. Das heißt, uns fehlen jetzt noch diese beiden Messungen hier. Oder hier, das ist völlig egal. Dann werden wir das gleich machen. So, dann. Das kommt jetzt hier zurück. Dann muss ich da Plus und Minus vertauschen. So. Messe ich den rechten. So. Also wieder tippen? Ja, können wir machen. Ich bin für 3,2. Ja, ich bin auch für 3,2. Und was ist es? 3,1. Mal schauen, was da rauskommt, wenn wir am Schluss nochmal messen, wie viel der Gesamtstrom ist. Also gut. 3,1 mA. So, was werde ich jetzt hier haben? Dasselbe, ja, oder mehr oder weniger. Es könnte sein, dass es ein bisschen anders ist, weil diese Widerstände auch irgendwie, ich glaube, das sind 5% Toleranzwiderstände, also. Wir werden es gleich sehen. So, den steckt man wieder zurück. Dann füllen wir den raus. So. Ha! Gerade noch haben wir es geschafft, dass wir jetzt aufwenden müssen. Mach's schnell, mach es. Okay. Schaut die Namen auf dir aus. Milli. Da sieht man es. Das Kilowatt-Gesetz ist eigentlich nur auf eine Dezimale gut. Genau, du brauchst da nur in Gigaampere messen, dann ist es viel genauer. Gut. Theoretisch könnten wir jetzt hier auch noch messen, was wäre unser Erwartungswert hier? 6,1, genau. Schauen wir mal, wie viele es sind. So.
Ich habe vergessen, den einen Widerstand wieder einzusetzen, nachdem ich ihn gemessen habe. So. Das ändert sich ja, wenn ich da rumdrücke. Es sieht so aus, als würde ich versuchen, aber so lange geändert ist das. Ist da ein Wackelkontakt? Ja, ja. Ja. Okay, also es hat gut funktioniert bis jetzt und jetzt hast du irgendwo einen Wackler. Na ja, super. Problem ist bei unserer Schaltung, ist es sehr schwer jetzt von außen zu sagen, wo der Strom nicht fließt. Also wir könnten alles wieder abstecken. Jetzt ist 0. Ha! So. Jetzt ist es passiert. Jetzt stimmt es mit der Erwartungshaltung. Naja. Weit genug. Okay. Suchen Sie sich einen Wert aus, der Ihnen... Also, zumindest hat man jetzt auch erkannt, das ist auch nicht stabil. Also es ist nicht so, dass man sich stabil auf einen anderen Wert dran, sondern irgendwas hat es da, das bin ich. Einmal filmen reicht. So. Okay. Das heißt, 6,1 haben wir gehabt. Was ist die Behauptung, die Kirchhoff aufstellt für diesen Knoten hier oben? 6,4 ist gleich 4,3 plus 1,9. Naja, und ich würde sagen, für. Gut gemacht. Wir können da so Wellenlinien machen, nicht? So. Grob. Okay. Was ist die Behauptung, die Kirchhoff aufstellt für uns? Nein, wir verwenden schon nur alle Zahlen, die da stehen. Also, wir haben hier 3,1 plus 3,1 ist ungefähr 6,4. So. Und ich will auch hier sagen, auf die letzte Dezimalstelle gerundet und in dieser Größenordnung einen Fehler oder sowas. Gut, was ist die Behauptung, die Kirchhoff aufstellt für hier? Null. Genau, was sind die zufließenden Ströme? 4,3 plus 1,9 gleich 3,1 plus 3,1. So, stimmt das? Stimmt sogar. Das stimmt exakt. Braucht man gar keine Welle machen. So. Gut, also das scheint mal so, als ob das nicht ein völliger Unsinn ist, was der Kirchhoff dann behauptet hat mit seinem Kirchhoffschen Stromgesetz. Und damit können wir es dann verwenden, um die Ströme in Schaltungen zu beschreiben. Gut. Jetzt könnte man doch eigentlich am Strommessen der Energie der. Ja, können wir auch. Und dann könnte man genauso gut wieder quasi sagen, also wir machen da quasi sozusagen eine Trennung, wir sagen, das sind in Wirklichkeit zwei Knoten und dann sagen wir, viel von linken nach rechten fließt, das könnten wir machen. Wir machen das jetzt nicht, weil das ist eh schon instabil. Also
wie sich jetzt herausgefunden hat, oder Wackelkontakt, das könnte man machen. Man nennt sowas auch eine Brückenschaltung. Also es gibt Anwendungen, wo man genau so etwas macht, speziell in der Messtechnik, und dann eben herausfindet, an welchem Punkt wird dieser Leiter hier stromfrei. Und dann weiß man halt eben, dass das eine so eine balancierte Brücke ist. Das heißt, dass hier links ein konstanter Strom, hier rechts ein konstanter Strom fließt, und in der Mitte gibt es eben keine Querströme. Aber wer in der nächsten Experimentiergruppe vielleicht das machen möchte, dann ist das quasi auch noch eine ergänzende Aufgabe, die man machen kann, dass man hier mal durchtrennt, den Querstrom misst, dann kann man quasi für dieses T-Stück Kirchhoff aufstellen und für dieses T-Stück Kirchhoff aufstellen. Gut. Stromspannung. Hm? Stromspannung. Ah, ja, genau. Danke. Das ist eh keiner. Danke, das geht schnell, dass die leer sind. So. Das heißt, in der Brückenschaltung fließt kein Strom. Hier fließt in der Brücke Strom. Ja, weil die Brücke nicht balanciert ist. Also wir sehen quasi, dass das hier 4,3 mA in dieses T-Stück reinfließen, aber hier unten nur 3,1 mA rausfließen. Und allein von dem wissen wir, dass 2,1 mA von hier nach da fließen. Plus minus 0,1, weil das ist offenbar die Ungenauigkeit, mit der man da jetzt immer gerechnet hat. 1,1, ja. 1,2. 3,1 plus 1,2 ist 1,3. Plus zu minus. Ja, hier fließt mehr rein als raus. Hier fließt mehr raus als rein. Und genau das, was in dem Punkt quasi mehr reinfließt und in dem Punkt mehr rausfließt, muss zwischen diesen Punkten fließen. Weil es eben nicht irgendwie verpufft. Und manchmal hat man eben Anordnungen, wo man da sehr kleine Ströme und da größere oder so hat. Und es ist einfacher festzustellen, wenn die Verbindung stromfrei ist, und dann macht man das eben in der Messtechnik, dass man so eine Brücke macht und vielleicht an dem Widerstand herumdreht, bis die Verbindung stromfrei ist, und dann weiß man so, jetzt lese ich mir diesen Widerstandswert aus und damit habe ich dann eine Information gewonnen über diesen zum Beispiel. Gut. Das war's mit dem Block.